So, hallo, ich begrüße Sie recht herzlich zur ersten Vorlesung im neuen Jahr. Ich hoffe, Sie sind soweit gut durch die Zwischenjahreszeit gekommen. Genau. Und ich wünsche Ihnen allen auch noch ein gesundes neues Jahr. Hoffentlich wird alles besser. Und in dieser Veranstaltung geht es um die Formen des Tausches. Ein klassisches wirtschaftsethnologisches Thema. Genau, Sie sehen das Programm, worum es gehen soll. Erstmal die Fragestellungen, dann ein zentraler Theoretiker dieser Thematik, Marcel Mauss. Dann behandeln wir sein Hauptwerk in dem Bereich Die Gabe. Und aus diesem Text nehmen wir dann sozusagen die zentralen ethnografischen Beispiele heraus, das Potlatch und den Kula-Handel auf den Trobriand-Inseln. Und am Schluss geht es zur Zusammenfassung. Die zentrale Frage am Beginn der wirtschaftsethnologischen Forschung, also um 1900, ist, wie sind Verteilung und Austausch von Produkten organisiert? Die ethnologische Analyse grenzt sich von der rein ökonomischen ab, indem betont wird, dass es um die Verflechtung von Wirtschaft und Gesellschaft geht. Also wir trennen in der Ethnologie nicht die ökonomische Sphäre von der sozialen, von der politischen, sondern wie Sie eigentlich auch schon im Bereich der Politikethnologie mitbekommen haben sollten, geht es immer um die Verflechtung dieser Bereiche, die Verflechtung verschiedener Institutionen, ob sie nun im Wesentlichen rechtliche, politische, wirtschaftliche, religiöse oder sonstige Aufgaben haben. Genau, also die Verflechtung von Wirtschaft und Gesellschaft und auch damit verbunden anderer sozialer Institutionen bis hin zu Religion oder auch Recht stehen im Zentrum dieser Überlegungen, der wirtschaftsethnologischen Überlegungen, die letztlich begonnen haben in dem Bereich mit Marcel Mauss. Früher, also Marcel Mauss hat das zum ersten Mal so richtig zusammengefasst. Er hat sich dabei aber auch auf ethnografische Vorarbeiten bezogen, auf Texte, die zum Beispiel von Bronislaw Malinowski, Raymond Furth, Franz Boas, Richard Thurnwall produziert wurden. Wie Sie hier sehen können auf dieser kleinen Karte, die ich hier links unten eingeblendet habe, dass viele dieser frühen Ethnografien, die für Marcel Mauss wichtig waren, wurden in Gesellschaften im Pazifik, im Südpazifik vor allem produziert. Sie sehen hier also die Tikopia, dann sehen Sie die Salomonen oder Salomoneninseln. Die sind also, das ist östlich vor Papua-Neuguinea gelagert und noch sozusagen weiter nordöstlich von Australien aus gesehen. Das ist nur einfach zur geografischen Orientierung. Diese Inselgruppen im Südpazifik waren ein Bereich, in dem interessante ethnografische Studien Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts durchgeführt wurden. Und auf einige dieser Studien, plus auch noch Studien unter den Nordwestküsten-Indianern, also im Gebiet des heutigen Westkanadas, beruft sich Marcel Mauss in seinen kulturvergleichenden Arbeiten. Marcel Mauss war ein französischer Ethnologe, Soziologe. Also Sie haben ja auch schon bei mir öfter gehört, dass um 1900 herum sich diese Sozialwissenschaften erst herausgebildet haben, erst Spezialisierungen entstanden sind und Soziologie, Ethnologie, Geographie und von mir aus auch physische Anthropologie oft nicht so klar voneinander geschieden waren. Aber Marcel Mauss wird gemeinhin als ja, früher Soziologe/Ethnologe bezeichnet, 1872 in Elsaß-Lothringen, damals Elsaß-Lothringen geboren, also sozusagen das französische Gebiet, was heute an das Saarland grenzt. Er kam aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie. Sein Onkel war Emil Durkheim, ein wichtiger Sozialtheoretiker Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, der gemeinhin als auch der Vater in Anführungszeichen der Soziologie gilt oder als einer der Väter der Soziologie neben anderen, neben natürlich zum Beispiel Max Weber. Marcel Mauss studierte zunächst Philosophie und hat sich gleichzeitig auch neben seinen akademischen Interessen stark politisch orientiert. Er war sozialistisch ausgerichtet und war also Mitarbeiter in verschiedenen aktivistischen Projekten, hat sich stark für Religionssoziologie interessiert und war dann einer der wichtigen Mitarbeiter der von Durkheim gegründeten Zeitschrift Lani Sociologique. Genau.
Er hat dann früh Kontakt aufgenommen zu berühmten Armstuhlethnologen, wie Sie auch vielleicht sich erinnern können. Hatte ich ja das sicherlich mal erwähnt, dass es so um 1900 oder in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bis ungefähr 1900 im Wesentlichen sogenannte Armstuhlethnologen gab. Also das waren Gelehrte, die in Oxford, Cambridge oder anderen wichtigen akademischen Zentren saßen und sich die Nachrichten aus der Welt von Missionaren, Reisenden und Matrosen und so weiter oder auch Kolonialbeamten zukommen haben lassen. Und auf Basis dieser Quellen, die ihnen zugeleitet wurden aus verschiedenen Teilen der Welt, dann sozialtheoretisch oder kulturtheoretisch gearbeitet haben. Die haben also ihre eigenen ethnografischen Daten nicht erhoben, sondern haben sie sich sozusagen zuschicken lassen. Maus hat selbst nie Feldforschung gemacht, sondern hat tatsächlich auch in gewisser Weise als Armstuhlethnologe gearbeitet. Allerdings hat er es deutlich intensiver oder deutlich gründlicher und innovativer gemacht als einige der berühmten Vorgänger wie Edward Taylor und James Frazer. Er hat dann früh schon über die Funktion, die Natur und die Funktion des Opfers gearbeitet. Hat sich eben für Religionsgeschichte und Religionsethnologie, Soziologie interessiert. Und kam dann aber auch schon in seiner Antrittsvorlesung in Paris 1901 zu dem Schluss, dass es also nicht unzivilisierte oder keine nicht zivilisierten Völker gibt, sondern nur Völker mit unterschiedlichen Zivilisationen. Also er war sehr früh im Grunde genommen jemand, der sich also von den klassischen evolutionistischen und im Grunde genommen rassistischen Perspektiven distanziert hat und eher eine kulturrelativistische Position eingenommen hat. Vor allem, was bei ihm auf jeden Fall stark zum Ausdruck kommt, ist eben die starke Neugierde, die seine Arbeit kennzeichnet. Also Neugierde, andere Kulturen zu verstehen und miteinander zu vergleichen, ohne das Ganze zu werten oder zu hierarchisieren. Wichtige Grundlagen für sein frühes Denken, also für das frühe Denken von Marcel Mauss, stellten die Ethnografien zu den Bewohnern Australiens und Nordamerikas bereit. Und da ist es auch nochmal wichtig zu betonen, dass tatsächlich die Einwohner Australiens, also die ursprünglichen Einwohner Australiens vor der europäischen Besiedlung, sozusagen als ein wichtiges Beispiel für grundlegende Formen, zum Beispiel der Verwandtschaftsorganisation oder der religiösen Orientierungen galten in der damaligen Soziologie/Ethnologie. Also Studien zu den Einwohnern Australiens, zu den Ureinwohnern Australiens waren sehr wichtig um 1900, um zu verstehen, wie unterschiedliche Glaubensformen innerhalb der Menschheit sich ausgeprägt haben. Genau. Marcel Mauss hat also systematischen Kulturvergleich betrieben auf Basis von Literaturstudium, einem sehr weiten Literaturstudium. Und das Ziel seiner Arbeit war es, die allgemeinen Phänomene des sozialen Lebens zu entdecken, auf einer soliden Grundlage und auf einer soliden Analyse von Einzelinstitutionen. Geprägt war er und seine Generation, also auch sein Onkel Emil Dürkheim, durch die Erfahrungen im Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg sind viele der Kollegen von Dürkheim und Mauss tatsächlich gefallen, was Dürkheim sehr deprimiert hat. Also er wurde im Grunde genommen am Ende seines Lebens, was er relativ früh beschlossen hat, mit 59 Jahren ist er gestorben, wurde er depressiv. Er hat also im Wesentlichen diese Erfahrung des Ersten Weltkrieges und den Verlust vieler begabter Mitarbeiter so nicht verarbeiten können oder nur sehr schlecht verarbeiten können. Marcel Mauss tritt dann das Erbe seines Onkels an. Und was ihn wirklich auch auszeichnet, ist, dass er die ganzen liegen gebliebenen Arbeiten der Kollegen, auch vieler der Kollegen, die eben gefallen sind im Ersten Weltkrieg, dann aufgreift und posthum zur Veröffentlichung bringt. Also er hat sich sehr dafür eingesetzt, auch sozusagen das Wissen, was sozusagen von den Kollegen produziert wurde, die das dann nicht mehr selbst veröffentlichen konnten, zu Ende zu bringen. Also er hat sich sehr verdient gemacht, um letztlich seine Freunde und Kollegen und hat selber gar nicht so viel veröffentlicht, sondern hat eben viel rezensiert und vieles, was andere geschrieben haben, zu Blüte gebracht. Aber sein wichtigster selbstverfasster Essay ist der Essay sur le Don, also die Abhandlung über die Gabe oder das Geschenk, was auch auf Englisch dann als The Gift übersetzt wurde.
Und das begründet einen nicht utilitaristischen Blick auf wirtschaftliches Handeln in menschlichen Gesellschaften. Also nicht utilitaristisch in dem Sinne, dass es nicht im Wesentlichen um Profit machen, um Gewinnmaximierung geht, sondern dass es im Wesentlichen um komplexe, andere Ziele geht, die sowohl individueller als auch kollektiver Natur sein können. Die Details dazu werden wir jetzt im Folgenden noch ausführlich besprechen. Nur um zum Abschluss der Biografie von Marcel Mauss, also er war ja jüdischen Ursprungs, er kam dann in der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft, die sich zunehmend auch in Westeuropa ausgebreitet hat, dann in Bedrängnis. In Frankreich gab es ja dann einen Teil des Landes, der nach der Besetzung durch das nationalsozialistische Deutschland von der sogenannten Vichy-Regierung verwaltet wurde, also einer Regierung in Frankreich, die mit den Nazis kooperiert hat. Unter dieser Regierung ist er dann also aus dem akademischen Betrieb ausgeschieden, hat sich zurückgezogen und ist dann 1950 in Paris gestorben. Jetzt zu dem Hauptwerk, zu dem Essai sur le Don oder zur Gabe. Im Mittelpunkt des Interesses von Mauss steht das Verständnis sozialer Systeme. Genau, und diese sozialen Systeme sollen in ihrer Totalität erfasst werden, also in ihrem Bezugsrahmen, also im Rahmen der gesamtgesellschaftlichen Ordnung. Genau, der Essai sur le Don ist also die einflussreichste Arbeit von Marcel Mauss. Er begründet damit, oder teilweise begründet er damit zumindest die Wirtschaftsethnologie als eigenständige Subdisziplin der Ethnologie. Und er prägt darin auch den Ausdruck der totalen sozialen Leistung. Der totalen sozialen Leistung, genau, oder des totalen sozialen Systems, System der Prestation totale. Was diese totale soziale Leistung oder das totale soziale System ausmacht, ist, dass in ihr soziale, ökonomische, religiöse, ästhetische, legale, politische und so weiter Aspekte zusammen verbunden werden oder miteinander verbunden werden. Es geht also nicht nur um eine ökonomische Handlung, es geht nicht nur um eine politische Handlung, es geht nicht nur um eine legale Handlung, sondern all diese Dinge sind in der totalen sozialen Leistung miteinander verflochten. Und die Gabe präsentiert Marcel Mauss eben als ein typisches Beispiel für eine totale soziale Leistung. Und die zentralen Schritte, die die Gabe ausmachen oder die auch die Wirkung der Gabe ausmachen, sind also geben, donner, annehmen, recevoir und erwidern, rendre. Genau, diese totale soziale Leistung oder dieses totale soziale System, das etabliert eben reziproke Verpflichtungen, die im rituellen Austausch von Gütern und Dienstleistungen verwirklicht werden. Genau, also über diese reziproken Verpflichtungen werden wir noch sprechen oder Reziprozität an sich als Begriff werden wir noch weiter klären. Die zentrale Frage des Buches in den Worten von Marcel Mauss ist, ich zitiere, welches ist der Grundsatz des Rechtes und Interesses, der bewirkt, dass in rückständigen und archaischen Gesellschaften das empfangene Geschenk zwangsläufig erwidert wird? Was liegt in der gegebenen Sache für eine Kraft, dass der Empfänger sie erwidert? Ende des Zitats. Hier müssen Sie natürlich die Terminologie entschuldigen, also rückständige und archaische Gesellschaften, das war tatsächlich die Terminologie der Zeit. Wie schon gesagt, in seiner Antrittsvorlesung in Paris 1901 hat Marcel Mauss davon gesprochen, dass es keine nicht zivilisierten Gesellschaften gibt, sondern nur Gesellschaften unterschiedlicher Zivilisationen. Also er ist tatsächlich jemand, der in dem Bereich früh sensibel ist. Er verwendet hier trotzdem diese Begrifflichkeiten, zumindest in den deutschen Übersetzungen kommen sie so zum Tragen. Ich denke, wir sollten uns jetzt nicht an diesen aus heutiger Sicht problematischen Begriffen aufhängen, sondern wir sollten eher verstehen, was Marcel Mauss weiter meint mit dieser Verpflichtung, die Gabe zu erwidern. Das ist tatsächlich ein interessanter Aspekt. Und insgesamt verfolgt er mit seinen Meditationen über diese Gabe zwei Ziele, nämlich einmal etwas besser zu verstehen über die Natur des Menschen, also der Mensch als rein gewinnorientiertes, gewinnmaximierendes Wesen oder der Mensch eben als Individuum, zum Beispiel auf der einen Seite Homo economicus, der Mensch, der alles kalkuliert und rational abwägt, letztlich die Perspektive auf die Menschen, die zum Beispiel bei Frederick Barth zum Tragen kommt, bei den Zwartbartanen, diese Ethnographie haben wir ja auch schon ansatzweise besprochen vor einigen Wochen. Oder ob der Mensch eben im Wesentlichen ein
soziales Wesen ist, was in seinem Handeln mehr als nur rational abwägt, also was eben auch soziale Beziehungen und andere Überlegungen in sein Handeln mit hinein denkt. Genau, also die Frage, die erste Frage, die Marcel Mauss mit seinem Essay sur le Don behandeln will, ist, was ist eigentlich die Natur des Menschen? Und die zweite ist, was können wir von den Einsichten, die sich auf Basis dieses Kulturvergleichs ergeben, für unsere eigene Gesellschaft für Schlüsse ableiten? Also welche Schlussfolgerungen lassen sich aus einem Kulturvergleich, also aus einer kulturvergleichenden Perspektive auf Gabentausch in Bezug auf Probleme der eigenen Gesellschaft ziehen? Genau, also er hat einerseits einen evolutionistischen Ansatz, der sozusagen Gesellschaften nicht hierarchisiert und primitiv und zivilisiert, aber in dem Sinne evolutionistisch, also historisch evolutionistisch, dass er sagt, es gibt also frühe Formen des Tausches, die sich zum Beispiel in Ethnografien über sogenannte primitive oder archaische, heute noch lebende Völker, wie zum Beispiel die Aborigines in Australien oder die Nordwestküsten-Indianer oder die Einwohner der südpazifischen Inseln herausarbeiten lassen. Und das Ganze kann dann verglichen werden, möglicherweise auch mit den sozusagen mit den sogenannten modernen Gesellschaften. Also sein evolutionistischer Ansatz ist meines Erachtens eher historisch als wertend. Und er betont eben auch die Komplexität der sogenannten archaischen Gesellschaften. Also es liegt ihm fern, die als Unterkomplex abzutun, sondern die sind historisch verortet, aber eben auch höchst komplex. Genau, diesen Gedanken der totalen sozialen Leistung, den breitet er dann zunächst in seinem Buch Essai sur le Don am Beispiel des Potlatch aus. Darauf werden wir dann noch gleich eingehen. Wie schon gesagt, also die drei wesentlichen Schritte in Bezug auf den Tausch sind geben, nehmen, erwidern. Und das sind erstmal freiwillig anmutende Transaktionen, ja, also man kann ein Geschenk geben, muss aber nicht, man kann es erwidern, muss aber nicht und so weiter. Also man kann es annehmen, muss aber nicht, man kann es erwidern, muss aber nicht. Das sind freiwillige Leistungen, aber letztlich betont Marcel Mauss, dass es doch moralische Verpflichtungen gibt, die bei diesen ganzen Transaktionen eine zentrale Rolle spielen. Es kommt darin zum Ausdruck, dass Gabengeschenke viel mehr sind als eine altruistische Leistung. Also altruistische Leistungen wären Leistungen, die einfach gegeben werden, ohne dass eine Gegengabe erwartet wird. Tatsächlich wird beim Gabentausch sehr viel erwartet, ohne dass dies eindeutig ausgesprochen werden muss. Und genau das macht dann eben die Wirksamkeit von Geschenken oder Gaben oder diesem Tauschhandel aus, dass Verpflichtungen und Bindungen generiert werden. Also es geht dann nicht auch um einen 1-zu-1-Austausch, also ich gebe dir eine Kette, du musst mir eine Kette zurückgeben oder ich gebe dir einen Ohrring, du musst mir einen Ohrring zurückgeben, sondern es werden eben komplexere Verpflichtungen und Beziehungen etabliert. Hier ist nochmal ein kurzer Blick auf einen Teil sozusagen der Erdoberfläche, in dem diese Ethnografien spielen. Also sozusagen im Südpazifik, wir haben ja schon gesagt, letztlich nordöstlich oder östlich von Australien oder auch östlich von Papua-Neuguinea. Wie Sie hier sehen, die Salomonen, die Sie hier sehen, ich hoffe, Sie können das jetzt hier sehen, in Melanesien, die Salomonen, genau, die Tropianinseln hier mit Kiribati als einem der Hauptorte oder einer der Hauptinseln. Das sind die Tropianinseln, die Salomonen. Genau, und dann haben sie noch Samoa, Tonga, das sind auch wichtige Orte und natürlich Neuseeland, wo die Maori zu finden sind. Das sind alles sozusagen Gebiete, wo früher Ethnografien produziert wurden, vor allem Anfang des 20. Jahrhunderts, auf die Marcel Mauss dann in seinen theoretischen Ausführungen zurückgreift. Genau, er geht dann in einem Teil seines Buches, am Anfang, den Sie auch lesen konnten, geht er auf das How ein, das unter den Maori, bei den Maori eine große Rolle spielt, was einerseits als Wind übersetzt wird, in diesen linguistischen Beispielen, die ich hier kurz reingepostet habe, und andererseits aber von Marcel Mauss als Geist einer Sache bezeichnet wird oder verstanden wird. Und dieser Geist einer Sache,
der auch eine Essenz des Gebers beinhaltet. Also wir haben ein Ding, Tonga oder Taonga im Plural, das gegeben wird und dann auch wieder weitergegeben wird, also in einem Tauschzyklus von mir aus verschiedene Besitzer durchläuft. Und dieses Ding hat aber einen eigenen Geist. Und dieser Geist sorgt dafür, dass es immer wieder zurück möchte zu dem Vorbesitzer, beziehungsweise letztlich zu einem ursprünglichen Besitzer. Das ist auch so ein bisschen die Frage, wo kommt dieser Geist der Sache eigentlich her? Ja, wir haben einen geschnitzten Gegenstand zum Beispiel oder einen Gegenstand, der gefunden wurde wie eine Muschel. Aber von mir aus einen bearbeiteten, geschnitzten Gegenstand, der kommt ja ursprünglich zum Beispiel von einem Baum, wurde von einem Menschen bearbeitet, wird weitergegeben und das How ist der Geist, der dafür sorgt, dass dieses Ding letztlich wieder zurückgegeben werden soll, beziehungsweise etwas Ähnliches dafür zurückgegeben werden soll. Und dann ist aber schon auch ein bisschen die Frage, wo kommt denn das How ursprünglich her? Und ich würde mal sagen, letztlich kommt es aus der Natur. Also im Grunde genommen liegt dem Ganzen ein animistisches Weltbild zugrunde, das nicht nur die menschliche Welt oder die tierische Welt belebt ist, sondern eben auch, also beseelt ist vor allem, sondern dass eben auch die Umwelt beseelt ist, dass also auch Pflanzen einen eigenen Geist haben. Oder dass die ganze Umwelt einen Geist hat. Und das ist letztlich der Grund, warum alle Dinge in irgendeiner Form ein Eigenleben führen. Und dieses Eigenleben ist der Grund, warum Dinge nicht einfach als stille Objekte ausgetauscht werden oder weitergegeben werden, sondern dass diese Objekte eben auch in Anführungszeichen einen eigenen Willen haben. Und das kommt meines Erachtens ganz gut in diesem How zum Ausdruck. Dieses How, der Geist oder der Wille des Dings, der dazu führt, dass entweder die Sache wieder zurückgegeben werden muss, irgendwie in einem Tauschzyklus, oder dass für die Sache ein anderer ähnlich interessanter Gegenstand zurückgegeben werden muss. Und dadurch werden eben soziale Beziehungen etabliert. Genau. Also letztlich sind soziale Systeme oder Gesellschaften basieren auf dem immerwährenden Geben, Nehmen und Erwidern von Geschenken oder von Gegenständen. Und das ist ein wesentlicher Teil, wie sich gesellschaftliche Systeme etablieren, so Maus. Und es werden natürlich nicht nur Dinge getauscht, sondern auch Menschen. Also typischerweise zum Beispiel in Heiratsbeziehungen werden zum Beispiel Frauen getauscht oder es werden durch Heiraten Beziehungen geknüpft zwischen der Familie des Mannes und der Familie der Frau. Also es werden sozusagen Menschen getauscht, es werden Dinge getauscht und es gibt aber auch Tausch zwischen Menschen und Geistern oder Göttern. Und das kommt typischerweise in den Opfergaben zum Ausdruck. Da werden zum Beispiel wertvolle Gegenstände auch zerstört, verbrannt, versenkt, klein, geschlagen. Das können wir zum Beispiel im Potlatch sehen, aber auch in anderen rituellen Tauschbeziehungen. Da werden Gegenstände zerstört und das ist im Grunde genommen eine Gabe an die Götter und das weist ja auch auf das hin, was ich gerade schon gesagt hatte, dass also der Geist einer Sache letztlich eben nicht von Menschenhand geschaffen wird, sondern aus der belebten Natur kommt, aus der beseelten Umwelt. Und deswegen ist es auch immer wichtig, Opfer zu bringen, um den Ursprung der Gabe sozusagen, also die belebte Umwelt, die Natur, die Götter, in diese Tauschbeziehungen einzubeziehen. Genau. So, und das wird also viele dieser ökonomischen oder ökonomisch anmutenden Handlungen werden eben nicht so sehr aus der Perspektive des Individuums, sondern aus der Perspektive der Gesellschaft gesehen. Das betont Mauss vor allem bei der Interpretation der Daten, die er durch Malinowskis Ethnographie bei den Propriandern bekommen hat. Und es werden durch eben Geben, Annehmen und Erwidern von Gaben werden auch größere Kollektive miteinander verbunden. Also es geht nicht nur um Individuen oder Menschen innerhalb einer kleineren Dorfgemeinschaft zum Beispiel, sondern es geht auch um größere soziale Beziehungen, über Inseln hinweg oder in großen Arealen. Genau. So, also zum Potlatch.
Hier sehen Sie nochmal das Gebiet, in dem das Potlatch nach Marcel Mauss eben verbreitet ist. Das ist hier die Nordwestküste, das sehen Sie auf der linkesten Karte, also im Gebiet des heutigen Nordwestkanadas vor allem oder auch des Nordwestens der USA. Und in diesem Gebiet leben zum Beispiel die Tlingit, die Haida, die Kwakiutl. Das sind also Gruppen, eingeborenen Gruppen, wenn Sie so wollen, die zum Beispiel von Franz Boas früh und ausführlich beschrieben wurden, also ab den 1880er, 1890er Jahren. Franz Boas, ein deutschsprachiger Ethnologe, der dann nach Nordamerika gekommen ist, in die USA und dort auch die Cultural Anthropology mitbegründet hat. Genau, das Potlatch unter den Nordwestküsten-Indianern, und das ist tatsächlich der Begriff, der nun mal so verwendet wird. Also ich weiß, dass Indianer ein schwieriger Begriff ist oder ein oft nicht mehr so gerne gesehener Begriff, aber in dem Fall ist das eben der Begriff, der in der Literatur verwendet wurde und auch immer noch verwendet wird. Also Potlatch unter den Nordwestküsten-Indianern verbreitet. Die Darstellung von Franz Boas werden von Marcel Mauss ausführlich rezipiert. Allerdings gibt es aus späterer ethnohistorischer Sicht einige Einwände gegen die Darstellungen von Boas. Da werde ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Also er beobachtet das Potlatch zum Beispiel bei den Kwakiutl um die Jahrhundertwende und betont ein irrationales Element in dieser Veranstaltung. Nämlich es wird also bis zum eigenen ökonomischen Ruin werden Dinge weggegeben, zum Beispiel Decken und andere wertvolle Gegenstände, die durchaus also einen hohen Tauschwert hätten, werden weggegeben, werden weggeschenkt. Es werden zum Teil auch wertvolle Gegenstände zerstört. Es werden Bronzeplatten, die einen hohen Wert haben, mitsamt Kanus versenkt. Also das Ganze nimmt selbstzerstörerische Züge an. Und das wird eben von Franz Boas in seinen ethnografischen Beschreibungen da stark betont. Das nimmt Marcel Mauss auf, und der betont, dass das Potlatch bei den Tlingit, Kwakiutl, Tsimshian eine totale soziale Leistung antagonistischen Typs ist. Das sagt Mauss auf Seite 25 seines Buches. Und also antagonistisch in dem Fall, dass es eben ein Wettstreit ist, ein Kampf zwischen den Häuptlingen und ihren Anhängern um Prestige, Autorität und Ehre. Es hat also etwas auch, ja, schon fast, also schon etwas Zerstörerisches. Genau, Geil Ringel, der dann deutlich später ethnohistorisch zu diesem Thema arbeitet, betont, dass diese Art des Potlatch, das von Franz Boas Ende des 19. Jahrhunderts beschrieben wurde, eine Form ist, die durch europäisch-kolonialen Eingriff überhaupt erst entstanden ist. Also das ganze Gebiet wurde dann im Wesentlichen von Frankreich und zum Teil auch von Großbritannien kolonisiert. Und die Kolonialmächte haben das Potlatch dann als eine Art von ja, ökonomisch nicht sinnvollem Ritual verboten. Das hat auch sozusagen die Kolonialökonomie gestört. Und wurde, ich weiß nicht mehr ganz genau wann, also ab 1856 oder so verboten und war er dann lange Zeit, konnte lange Zeit nur noch im Geheimen abgehalten werden. Und auch wurde die insgesamt sozusagen durch den Handel mit Fellen, also durch die verstärkte Jagd auf kleinere Felltiere, wurde die Ökonomie der ganzen Region beeinflusst, was dazu geführt hat, dass es eben zu diesem immer stärker betonten Wettkampfaspekt zwischen den Häuptlingen kam, die das Potlatch dann im Geheimen abgehalten haben. Und andere Aspekte, die in einem vorkolonialen Potlatch eine Rolle gespielt haben, unterdrückt wurden. Und diese Beschreibung von Franz Boas eben aus den 1880er, 1890er Jahren, die ist eben sehr stark durch diese koloniale Einflussnahme geprägt, und das wiederum spiegelt sich in der Analyse auch von Marcel Mauss, als antagonistische Leistung oder als antagonistischen Beziehung sozusagen aufgefasst hat. Genau, in der vorkolonialen Zeit, so betont Geil Ringel, hatte das Potlatch andere Züge. Es diente im Wesentlichen der Konstituierung von Gruppenidentitäten und der Anerkennung von Privilegien und herausgehobenen Positionen innerhalb und zwischen Gruppen. Also Sie können sich vorstellen, dass
ein Anführer der Tlingit oder ein Anführer der Kwakiutl innerhalb seiner eigenen Gruppe zum Beispiel einen seiner Söhne installieren wollte als Nachfolger und ein Potlatch, also ein großes Fest abgehalten hat, an dem dann zu dem dann die Menschen der Gemeinschaft bewirtet wurden, zu dem dann Geschenke an verschiedene Würdenträger der eigenen Gemeinschaft gemacht wurden. Das wurde gemacht, um die Nachfolge seiner Häuptlingsherrschaft zu legitimieren und seinen Sohn dort eben zu installieren. So, und das war zum Beispiel eine wichtige eben innenpolitische Regelung von Machtverhältnissen, die auch im Rahmen eines Potlatch durchgeführt werden konnte. Also das war ein wichtiger Aspekt. Oder es konnten eben auch dann benachbarte Gruppen eingeladen werden zu so einem großen Fest, die bewirtet wurden, die mit Geschenken überhäuft wurden. Und auch das diente dem Ziel, die Nachfolge auch innerhalb der ganzen Region, also die Nachfolge im in der Häuptlingsherrschaft in der ganzen Region anerkennen zu lassen. Also in diesem Sinne ging es tatsächlich nicht nur um Wettstreit und um Ehre, sondern es ging auch darum, politische Beziehungen innerhalb einer größeren Gemeinschaft zu regeln oder eben auch tatsächlich gute Beziehungen zu perpetuieren, also entweder herzustellen oder zu perpetuieren, gute Beziehungen zwischen Gemeinschaften. Es diente natürlich auch der Umverteilung von Gütern, um sozusagen Menschen, die generell eben weniger hatten, zu unterstützen. Genau, und Ungleichgewichte in Ressourcenvorkommen und so weiter auszugleichen. Also, und das sind auch die typischen Aspekte der totalen sozialen Leistung, dass eben wirklich ökonomische, religiöse und auch politische und so weiter, legale Aspekte in diesem Potlatch miteinander verflochten waren. Genau, das haben wir jetzt eigentlich im Wesentlichen schon besprochen. Interessant ist, dass das Potlatch Züge von Redistribution und Reziprozität hat. Also Redistribution ist ja die Umverteilung. Es werden also für ein Potlatch mobilisiert ein Häuptling seine Anhänger, die ihm wichtige Gaben bringen. Also es wird eine sozusagen Zentralisierung von wichtigen Gütern betrieben, zum Beispiel Decken. Die werden von den einzelnen Mitgliedern der Gemeinschaft an den Häuptling gegeben, damit er sie dann wieder im Namen der Gemeinschaft umverteilen kann. Also das wäre sozusagen Redistribution, Zentralisierung und Umverteilung. Und die Reziprozität ist ein wichtiges Element des Potlatsch, weil eben reihum diese Feste veranstaltet werden. Also nicht eine Person oder eine Gruppe muss ständig diese Feste ausrichten, sondern sie werden von wichtigen Würdenträger zu wichtigen Würdenträger weitergegeben oder eben auch von einer Gruppe zur nächsten Gruppe weitergegeben. Und insofern wird jeder mal eingeladen und jeder richtet mal so ein großes Umverteilungsfest aus. Also diese zwei Aspekte von Redistribution und Reziprozität sind eben zentral auch für das Verständnis einerseits von Potlatch, aber andererseits auch von Wirtschaftsethnologie allgemein. Das sind zentrale Faktoren wirtschaftlichen Handelns, die darin zum Ausdruck kommen. Sie können sich gerne bei Interesse auch mal YouTube-Videos noch zu zeitgenössischen Potlatch-Veranstaltungen anschauen, die Sie eben finden, wo das wieder revitalisiert wird von Menschen, die heute noch, also von indigenen Gruppen an der Nordwestküste Nordamerikas. Genau, ein weiteres zentrales ethnografisches Beispiel im Buch Die Gabe oder Esse-sur-le-Don Don ist der cooler Handel zwischen verschiedenen Inseln in der Salomonensee, also zwischen verschiedenen Propriand-Inseln in der Salomonensee. Sie sehen hier wiederum die Geografie hier, also östlich von Papua-Neuguinea. Gelegen, die von Malinowski beschrieben, der sehr coole Handel wurde eben von Malinowski beschrieben, der dort ungefähr 1917 bis 1918 seine ethnografische Forschung gemacht hat. Genau, die Ökonomie bildet einen integralen Bestandteil der sozialen und kulturellen Beziehungen in diesem Gebiet. Und Malinowski hat das eben abgehandelt in seiner Ethnographie Argonauts of the Western Pacific, die 1922 veröffentlicht wurde. Genau, wo also in einem Kapitel auch dieses Tauschsystem beschreibt, was sich über diese 14 Inselgruppen in diesem Gebiet in der Salomonensee erstreckt. Getauscht wird bei dem Kula, werden zwei Typen von Wertgegenständen, und zwar einerseits im Uhrzeigersinn rote Hufmuscheln oder Halsketten, Sulava genannt,
Und gegen den Uhrzeigersinn Muali, also weiße Armbänder aus Kegelschnecken. Also es wird sozusagen ein Tauschring etabliert, der gegenläufig ist. Und es geht nicht um den permanenten Besitz, sondern um den temporären Erwerb besonders wichtiger Prestige-Gegenstände, die dann auch Namen und Geschichte haben. Und Sie sehen hier also einmal diese Ketten und hier diese Armreife, also Sulava und Muali, die im gegenläufigen Zyklus getauscht werden. Hier sehen Sie dann nochmal diesen, sozusagen auf der Karte sehen Sie dann nochmal diesen, sozusagen diese gegenläufigen Tauschbeziehungen von Sulava und Muali. Und für den größeren Tausch zwischen den einzelnen Inseln werden also aufwendige Seeexpeditionen geplant, wie Sie hier sehen können an dem Bild eines Schiffes. Genau, also der Tausch von Kohleobjekten ist ein komplexes Gefüge oder ein komplexes System von sozialen Prozessen und Ritualen. Es wird Reichtum transferiert, es wird Status erworben, werden Allianzen zwischen Personen etabliert, es werden Gruppenidentitäten etabliert oder in Frage gestellt. So, Malinowski schreibt dazu 1922: Every moment of the cooler articles, every movement of the cooler articles, every detail of the transaction is fixed and regulated by a set of traditional rules and conventions, and some aspects of the cooler are accompanied by an elaborate magical ritual and public ceremonies. Also Sie können sich das ein bisschen bildlich vorstellen. Es wird also um diesen Tausch von Sulava oder von Muali wird also ein großes werden Zeremonien abgehalten, werden magische Rituale abgehalten und so weiter. Also das ist sozusagen ein großes Ereignis mit vielen Aspekten und das wird einmal und das wird übrigens auch begleitet von profanem Tauschhandel. Also das ist ein zeremoneller Handel, der Kula Ring. Oder im Kula findet vor allem zeremonieller Handel statt, aber gleichzeitig daneben findet eben auch ein ganz konkreter Handel statt, der dann im Gimwali genannt wird, wo tatsächlich Gegenstände für den alltäglichen Gebrauch auch ausgetauscht werden. Gut, und es gibt den Kula einmal innerhalb von Inseln und es gibt den einem zwischen Inseln. Ja? Und der Zwischeninselhandel ist eben der in der ganzen Region für soziale Beziehungen und letztlich auch für friedliche Beziehungen zwischen den Bevölkerungen der Inseln sorgt. Es werden Tauschpartnerschaften etabliert. Genau, Tauschpartnerschaften auf individueller Ebene, die also zwischen den einzelnen Mitgliedern der Gemeinschaften Beziehungen über sozusagen Lebzeit etablieren. Einmal im Kula, immer im Kula, das schreibt er hier in diesem Zitat, auf Seite 81. So zwei Männer werden also für ein Leben lang miteinander verbunden. Und üblicherweise werden eben Sulava gegen Muali getauscht. Aber es werden sozusagen, es ist nie eine ganz gleichwertige Rückgabe möglich, sondern es wird normalerweise immer ein höherer Wert zurückgegeben, also irgendwie ein noch prestigeträchtigeres Stück wird zurückgegeben, um dann eben diesen Tauschzyklus am Laufen zu halten. Also es werden sozusagen Schulden gemacht, also man gibt mehr, als man empfängt, dadurch kommt der Empfänger in eine Schuld und muss dann in der nächsten Runde tatsächlich wieder mehr zurückgeben und die Schuld wieder auf den vorherigen Partner verlagern. Das eben nicht in einem rein ökonomischen Sinne, sondern auch in einem sozialen, religiösen Sinne, dass eben sehr prestigereiche Gegenstände auch geschenkt werden, um diese Beziehungen zwischen den einzelnen Akteuren, die dann aber wiederum auch in verschiedenen Gemeinschaften situiert sind, zu perpetuieren. Malinowski schreibt, thus the cooler partnership provides every man within its ring with a few friends near at hand and with some friendly allies in the far away dangerous foreign districts. We see that all around the ring of cooler there is a network of relationships and that naturally the whole forms an interwoven fabric. So, also es geht tatsächlich darum, von der individuellen Beziehung aus ganze Gemeinschaften auch über große Entfernungen miteinander in Beziehung zu setzen. Sie können sich hier bei Interesse mal einen Teil einer mehrteiligen Dokumentation anschauen auf YouTube, die sich eben mit Malinowski und seiner Arbeit beschäftigt und in diesem Teil, den ich hier gepostet habe, spezifisch den Kula-Handel behandelt.
Genau, durch den gezielten und erfolgreichen Tausch von Kohleobjekten kann eine Person Ruhm, Macht und Reichtum erlangen, der wiederum natürlich auch für die eigene Gemeinschaft dann eine Rolle spielt. Es kann sozialer Aufstieg betrieben werden im Rahmen dieses Kohlehandels, wenn also besonders prestigeträchtige Objekte, die einen Namen und eine Geschichte haben, temporär besessen werden, möglicherweise sich sogar dann auch mit dem Namen des temporären Besitzers irgendwie verbinden. Das schafft also Ruhm. Es kann Macht etabliert werden durch eben den Besitz besonders wichtiger Objekte, durch sozusagen die magische Kraft besitzen. Also diese Idee der spirituellen Macht, die sich sozusagen mit Objekten, aber dann auch mit ihrem Besitzer verbindet, die ist eben weit verbreitet in Ozeanien und wird auch in diesem Kula-Tausch befördert. Genau, und es ist eben, genau, es kann eben auch natürlich persönlicher Reichtum etabliert werden, dass sozusagen, dass eben der temporäre Besitz besonders prestigeträchtiger Objekte eben den Besitzer auch attraktiv macht für andere Formen des Tausches. Dieser Kohlehandel wird ja auch durch profanen Tausch, Gimwali, begleitet, dass in diesem Kontext also noch persönlicher Reichtum angehäuft werden kann, der dann wiederum umverteilt werden kann, um sich als großzügig und wichtig in der eigenen Gemeinschaft zu etablieren. Und also all das kann man auf individueller Ebene betrachten. Das Ganze wird natürlich in die Gemeinschaft eingebettet. Es geht tatsächlich also nicht nur darum, individuellen Ruhm oder individuelle Macht aufzubauen, sondern es geht schon auch darum, die eigene Gruppe dann zu befördern im Vergleich zu anderen Gruppen. Und interessant ist, dass es ein Symptom von Macht ist, dass man eben den Reichtum umverteilt. Also es geht nicht darum, den Reichtum anzuhäufen und für sich zu behalten, sondern es geht darum, sozusagen Reichtum anzuhäufen und ihn dann weiterzugeben. Also Generosität oder Freizügigkeit ist das zentrale Merkmal von machtvollen Personen. Zusammenfassend kann man sagen, dass diese Abhandlungen zur Gabe bei Marcel Mauss auch ein Kommentar zu Thomas Hobbes' Leviathan ist, wo also sehr stark das gewinnmaximierende Individuum im Zentrum steht oder auch das Individuum, das eben für sich selbst, also relativ egoistisch agiert gegen andere, wo also der soziale Vertrag nötig ist, um Beziehungen zu regeln und vor allem, wo man sich dann einer Zentralmacht unterordnet, die die Machtmittel monopolisiert und dann eben die Individuen, die normalerweise egoistisch gegeneinander stehen, sozusagen in eine friedliche Beziehung setzt. Also bei Thomas Hobbes ist es ja sehr wichtig, dass eine hierarchische Ordnung etabliert wird, weil Individuen untereinander sich ansonsten jetzt mal etwas vulgär gesagt die ganze Zeit die Köpfe einschlagen würden. Marcel Mauss betont, nein, was eigentlich viel effektiver oder wichtiger ist in vielen Gesellschaften, um soziale Beziehungen zu regeln, entweder auf individueller Ebene oder auch auf kollektiver Ebene, ist der Tausch. Und durch den Tauschhandel und durch dieses Geben, Empfangen und also Geben, Empfangen und Erwidern, durch diesen Dreischritt werden eben auch nicht nur ökonomische Beziehungen miteinander geregelt, sondern auch politische und andere. Und so wird Frieden innerhalb und zwischen Gruppen etabliert. Das ist also sozusagen das zentrale Merkmal dieser Gabe. Und es wird eben eine vielschichtige Formen des Ökonomischen werden hier herausgestellt. Es gibt also jenseits der Marktwirtschaft eben auch komplexe Systeme, komplexe Wirtschaftssysteme, die eben nicht der uns bekannten Marktlogik folgen. Genau. Das Ganze hat auch nach wie vor Auswirkungen auf aktuelle ökonomische oder wirtschaftsethnologische Überlegungen. Was Wilk betont, ich zitiere, "Gifts ultimately show that the dividing lines between rational choice, social goals and morality are entirely our own creation. A gift is never simply one of or the other, which is why it is such an effective and unique tool in all cultures for moving things around and creating social connections and demonstrating moral value." So, also das, was in diesem Zitat meines Erachtens drinsteckt, ist, dass diese Idee, die in unserer Gesellschaft heute eben dominant ist, dass
dass es Ökonomie auf der einen Seite gibt und soziale oder moralische Überlegungen oder Beziehungen auf der anderen. Diese Idee ist unsere Kreation. Also das haben wir uns so ausgedacht, das haben wir so sozial konstruiert. In anderen Gesellschaften zu anderen Zeiten waren eben Wirtschaft, Moralität, Politik, Religion, soziale Beziehungen engstens miteinander verwoben. Und ökonomische Handlungen waren oder sind letztlich auch immer sozial eingebettet. Diese soziale Einbettung von ökonomischen Handlungen ist ein Begriff, den Karl Polanyi geprägt hat. Ein anderer Theoretiker Mitte des 20. Jahrhunderts, der sich eben viel mit Tausch beschäftigt hat. Den werden wir vielleicht in einem anderen Kontext, in einem anderen Semester mal besprechen. Genau, also diese Idee, die Sphäre der Wirtschaft getrennt von anderen Sphären, das ist unsere Kreation und die Ethnographie, die Marcel Mauss kulturvergleichend ausgewertet hat, betont eben die Verflechtung zwischen all diesen Sphären und dass das eben auch der normale, in Anführungszeichen, oder ein sehr üblicher Weg der sozialen Existenz ist, wenn Sie so wollen. Oder das, genau. Und die aktuelle oder aktuellere Relevanz dieser Überlegungen kommt auch zum Ausdruck in den Arbeiten von Arjun Appadurai, einem Ethnologen, der in den 80er, 90er Jahren sehr produktiv war und sehr viel Anerkennung gefunden hat. Der hat zum Beispiel 1986 das Buch The Social Life of Things herausgegeben und hat darin betont, dass also Objekte im Laufe ihres sozusagen Objektlebens eine Karriere oder eine Biografie, also sozusagen eine Karriere durchlaufen oder dass Objekte eine Biografie haben und dass sie sich also transformieren können von Tauschobjekten zu irgendwie rituellen Gegenständen oder auch also zu Gegenständen, die eben nostalgischen Wert besitzen und so weiter. Und dass in diesem Kontext tatsächlich eben auch die sozusagen die überökonomischen Aspekte von Dingen zum Ausdruck kommen. Ja, dass in diesen Objekten eben auch soziale Beziehungen gebündelt werden können und dass sozusagen diese Objekte einfach mehr sind als ein reiner, sozusagen ökonomisch festgelegter Tausch. Genau, also Sie sehen, dass diese Ideen, was kommt eigentlich im wirtschaftlichen Handel zum Ausdruck und womit sind Dinge aufgeladen, dass das tatsächlich von Marcel Mauss um 1900 ausgehend bis heute in der Ethnologie wichtig ist und also insofern etwas ist, was Sie sich genauer noch anschauen können und weiterdenken können. Vielen Dank.